Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu einer neuen Karriere. Und zwar der Audi Sport Schaeffler F1 Team Karriere. Wir sind, by the way, hier auch im Stream parallel online. Also von dem her nicht wundern, wenn eventuelle Alerts oder ich einfach random anfange zu sprechen. Dementsprechend lasst euch davon gar nicht ableiten. Auch hier unten nicht ableiten lassen. Gar nichts. Und da oben irgendwo auf der linken Seite von eurem Bildschirm ist ein Chat. Dementsprechend, ja, ich freue mich hart, tatsächlich auch endlich ein Alfa Romeo zu fahren, ohne, ihr wisst schon, welche Seite da auch ihr Fett weg hat. Dementsprechend bin ich immens zufrieden, dass es diese Mod dafür gibt. Alle Infos zu der Mod findet ihr unten in der Beschreibung. Natürlich auch hier im Chat, Ausrufezeichen Audi, kommt ihr auch zur Mod. Wir haben ein paar Rennen zu bestreiten. Und zwar ganze 16 Stück. Bahrain, Saudi-Arabien, Australien, Miami, Imola, Spanien, Kanada, Österreich, Silverstein, Ungarn, Belgien, Monza, Singapur, Japan, Brasilien und wir enden dann in Abu Dhabi. Ich habe bewusst dieses Jahr oder für die Saison habe ich bewusst Las Vegas übersprungen und auch Katar, weil man muss auch ehrlicherweise sagen, dass die zwei Strecken mit KI zu fahren wirklich super anstrengend ist. Dementsprechend lassen wir das einfach und ich denke mal, das ist die beste Wahl. Ja, fahrzeugtechnisch habe ich schon mal drei Sachen installiert, beziehungsweise in Entwicklung gegeben. Erstmal Aerodynamik, ich glaube Frontflügel und Heckflügel und einmal ein Chassis-Update. Das ist schon mal vor Alpha Tauri, weil ich glaube, aerodynamisch sind wir das schlechteste Auto. Dafür sind wir aber motorentechnisch das beste Auto. Müssen gucken. Wir haben einiges zu tun mit Audi. Ebenfalls, kurze Info am Rande noch, die Audi-Livery bleibt auch für die MyTeam-Karriere, die ihr auf YouTube sehen könnt. Dementsprechend nicht wundern. Ich habe einfach dieses alte Alfa Romeo-Team gekonnt damit übersprungen, weil ich, wie gesagt, einfach nicht Werbung für die bestimmte Seite machen möchte. So ist es, glaube ich, am besten gelöst für alle Parteien. Aber ey, ich will gar nicht so lang schnacken. Lass uns einfach mal ins Qualifying reingehen. So, Leute, rein ins Qualifying. Unser wunderschönes F1-Team. I like it. So. Okay, bislang. Meine Alpha fühlt sich nicht so kacke an, to be honest. Der aktuelle 12. Oder der Audi, Entschuldigung. Oh, 13. Gar nicht so schlecht. Ja, doch, 13. 14. 16. Ach komm. Aber okay, 16. Ist okay, das Auto ist schwierig zu fahren. Ja, Kinders, wir sind auf jeden Fall mal eine gute Zehntel vor Bottas, was gar nicht so schlimm ist tatsächlich. Von dem her, ich bin zufrieden mit. Ist okay. Dass ich jetzt direkt in die Top-Teams oder gar in die Top-10 vor der reinfahre, ist ja schon ein bisschen, ne, krass. Nicht wundern, aufgrund dessen, dass ich ja den Namen von Alfa Romeo geändert habe in Audi Sport, musste ich die anderen Teams auch ändern. Und hier ist bei Mercedes was passiert, dass er den Namen nicht anzeigt. Deswegen, aber ihr wisst ja, dass die beiden hier bei Mercedes fahren. Dementsprechend, nur damit ihr Bescheid wisst. So, Leclerc und Verstappen holen sich beide
Die Front Row, je nachdem. Bottas 18. Naja, mal gucken. Ist ja mal ein Teammate, der vielleicht ein bisschen erfahrener ist und vielleicht nicht die ganze Zeit hinten rumgurkt. Aber egal. Wir gehen rein ins Rennen. Let's go. So, let's go. Erstes Rennen. Oh. Eieiei. Oh, Piastri, Alter. Ui. Hilfe! Escapado, ich habe deine Nachricht vorhin auch noch gesehen. Ja, du kannst es ab genauso einstellen wie auf dem PC, die Konsole auch. Es geht, glaube ich, seit 2021. Okay. Also erste Runde war gar nicht so schlecht. Keine Aero, sagst du? Ja. Die Top 10 ist halt direkt vor uns. Krass, dass Piastri so weit hinten ist. Also Lando ist viel weiter vorne. Oh mein Gott! Oh. Mehr bremsen, Kaya. Nur als Tipp. Oh. Alter. Ja? Hab ich so viel versprochen? Oh, das ist aerodynamisch so ein Wrack. Egal, wir haben noch hinten noch nicht den Anschluss nach vorne verloren. Kriegen wir schon irgendwie hin. Stroll kriegen wir, glaube ich, nicht angegriffen. Ich will nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich fahre schon echt viel Flügel auf der Hinterachse, ne? Muss man dazu sagen.
So, erstmal Stroll holen. War die Frage, ob wir Piastri wieder kriegen. So auf jeden Fall nicht. Ich tue schon echt meine Hinterachse echt hart beanspruchen, muss ich sagen. Oh mein Gott. Alter, wie schnell Stroll ist. Eieiei. Problem ist, so werde ich ihn gar nicht halt los. Oh. Aber gar kein Abtrieb auf der Hinterachse. Und Leute, 3,6 Sekunden nach vorne. Und ich surfe die ganze auf dem Curb da. Wir haben Yellow vor uns. Yellow flag. Hamilton ist langsam. Okay, be aware, there's an incident in the next part of the track. No overtaking through the yellow flags. F an Hamilton an der Stelle. Klar. Erst jetzt, oder? Car in front is a second lap faster. 1 second. Ja, soll man Stroll da aufholen auf Piastri, wenn er eine Sekunde schneller ist. Komm schon, Stroll, fahr hin. Auf geht's, Stroll, weiterfahren. Die hat leider echt viel Zeit.
with Boxing Vista. Ja, Boxenslap. Verstanden. Mein Gott, wie früh der Junge bremst. Okay, Box, 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 Box. Auf geht's. Okay, let's go. Ich hoffe, ich kann mich ein bisschen lostreten von Stroll. Ich komm wieder vor Stroll raus. Hinter Stroll raus. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Red flag. Red flag. Hold in the pits. We're gonna hold you in the pits. There's been an incident on track, but officials aren't looking to push for a safety car right now. Just be careful. Okay. Red flag heißt, wir können auf Softs gehen, oder? Ja. Wir sind nämlich in Mediums rausgefahren. Right? Ja. Aber die werden hinten raus... Nee, ich fahr trotzdem Mediums. Weil die Softs ziemlich hart einbrechen am Ende. Guckt euch mal die Laptime an, wie die einbricht. In den letzten 3-4 Runden. Mit den Mediums bleibt sie wenigstens lange gut. Wir nehmen die Mediums mit. Ich habe ein gutes Gefühl da drin. Let's go. Ich starte wieder auf 16. Oh, die sind alle nicht gut weggekommen. Bottas auf 9, ich kack ab. Oh. Da wollte ich gar nicht so reinzünden. Sorry, Bottas. Ja, egal, wir sind trotz alledem Zehnter. Muss aufpassen, wenn du jetzt bin. Muss mein Wheelspin reduzieren. Das macht mir echt die Reifen kaputt. Wo vorne wird gefightet. Oh, Norris geht für den Gasly und für Verstappen.
Free White gehen hier rein in Kurve 1. Oh, kriegen wir vielleicht Gasly auch noch? Nice. Ich hoffe, ich mache das gut mit dem Reduzieren vom Wheelspin. Ach, Ricciardo auf 6. Imagine, du wärst einfach draußen geblieben. Ja, Gasly geht es für mich. Wahrscheinlich kommt auch gleich Ocon noch. Ja, ich muss gucken, dass ich ein bisschen ERS spare. Und hoffentlich, dass die Top 10 halten kann. Chat, seid ihr noch da? Nicht, dass der Stream irgendwie aus ist. Der Ricciardo wird einfach jetzt aufgefressen. Was ein Move gegen Gasly. Oh mein Gott. Okay, der war wirklich nice. Müssen noch Ricciardo kriegen, oder? Muss dazu sagen, dass ich die Mediums echt angenehm finde. Und angenehmer als die Softs. Weil kann auch sein, dass ich die Softs einfach zu krass kaputt gemacht habe. Gasly will mich. Kontern kann ich aber auch. Oh mein Gott, untersteuern.
Alter, Stroll ist Sechster. Sehe ich da einen Williams eigentlich auf 4? Oder habe ich einen Knick? Oh, habe ich einen Knick in der Optik? Ist das Sargent oder Albon? Was würde mich jetzt interessieren? Ich würde es mal Albon tippen. So krass, wie schnell der Alpine ist. Hallo Sebi, was geht? Wir haben gerade einen Fight um Top 5, weil Stroll da vorne alle aufhält. Eieiei. Oh mein Gott, Ricciardo. Hat deine Karriere beendet. Mein Gott. Oh. Wie spät quer der Wagen kommt, das ist unfassbar. Oh, gesandwiched. Alter, was passiert hier? Oh mein Gott. Also mit so einem Rennen kann man ja echt mal debütieren, oder? Eieiei. Ricciardo einfach in den Top 10 im ersten Rennen. Eines der schlechtesten Aero-Autos einfach auf 9 und 10. Und ich glaube, es ist ein Alpha Tauri. Ach, Alpha Tauri. Ein Williams auf P6 oder P5. Ja, Kinners. Ey, das war ein crazy Rennen, to be honest. Alex Albon ist tatsächlich auf P5 gefahren. Nach der Red Flag ist alles durcheinander passiert. Puh, crazy. Wir sind auf P9 gelandet. Ich bin der Meinung, dass wir P8 hätten holen können, aber das Auto hat einfach nicht alles gegeben heute, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, hat das Fünkchen Glück gefehlt. Ja, Bottas ist von 18.15 Uhr durch die Red Flag vorgekommen. Aber hey, steckst du halt nicht drin, ist völlig in Ordnung. Zwei Ausfälle hatten wir, ich glaube Magnussen und Hamilton. Ne, nur Hamilton tatsächlich. Was hat denn dann die Red Flag ausgelöst eigentlich? Naja, sei es drum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ein Abo raushauen, um die anderen Folgen nicht zu verpassen. Und wir sehen uns ganz, ganz bald im nächsten Video. Peace out.